Yo, moin moin und hallo, hier ist der KK PC Player zurück und zwar mit der neuen Folge von 7 Days to Die. Der Tito ist mit dabei, hallo. Hallo. Und wir haben uns gerade in einem Haus verbarrikadiert, weil jetzt die Nacht angebrochen ist. Oh, ich muss mal kurz leften, ich muss meinen Ingame-Sound kurz leiser stellen. Ja, klar. Bis gleich. So, also er ist ja noch am Start, dann kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Wir sind verbarrikadiert und versuchen gerade zu überleben. Wichtig dabei ist, kurz am Leck, Ohr ein bisschen gejuckt. Wir haben halbwegs jetzt alles hier verbarrikadiert, wie es so gut wie es ging. Ja. Yeah. Und ich glaube, die kommen ja nicht so schnell mehr rein, oder? Gut, da bin ich wieder. Hi. Fall bitte nicht runter. Apropos, warte mal. Hey, du hast die MG ausgerüstet. Ja. Hier, Munition für die MG. Oh, danke. Gibst du mir dann das Munitionsteil für die Pistole? Ach so, ja. Danke. Aber ich glaube, die beißen sich jetzt gerade bei uns die Zähne aus. Oder bleib, geh mal ein bisschen weg. Und nicht runter Schuss. Immer noch ein bisschen laut. Ich muss noch mal kurz leiser stellen. Ja. So, auf 5. Hoffentlich geht das. So. Wie viel Eisen hast du noch? Warte, ich schau jetzt mal. Ich habe noch 4 Barren. Dann gib sie mir mal bitte. Oh Mist, das geht gar nicht. Danke. Ja, die Nacht ist schlimm in diesem Spiel. Die Nacht ist sehr schlimm. Wie man vielleicht hören kann. Hast du noch einmal Holzbrett, ein Holzbrett für mich? Diese hier oder die kleinen? Ja, das. Danke, reicht schon. Na, ich werde langsam mal ein neues machen. Gut. Ich habe mir mal auch eine Feuerwehr-Axt gemacht. Okay. Für Notfälle. Wann werden die Zombies friedlich? Eigentlich nicht mehr so. Wichtig ist, es gibt auch tagsüber ein paar creepy Zombies. Wollen wir am besten hier bleiben erstmal? Also die anderen Häuser erstmal abchecken und so? Ja, aber das würde ich erst tagsüber machen, ich weiß. Ich sehe gerade die Zombies ragen. Aber ich glaube, die können nicht raus oder rein, oder? Ich hoffe. Alter, er macht sie noch neugierig drauf. Hm? Also so sieht hier diese kleine Siedlung aus, wo wir jetzt... Was machst du denn? Ich versuche zu schlafen, aber bei dem Lärm... Nee, schlafen kannst du hier nicht im Spiel. Oh. Achtung, ich nehme nochmal hier meins und stelle es woanders hin, damit keine Verwechslungsgefahr ist. Ich fäll schon mal den Baum hier hinterm Haus mit der Pistole. Ja, und dann verschwinden alle Dinge, okay? Verdammt. Ich habe mal von der anderen Seite auch Licht gemacht. So, Baum gefällt. Okay. Alter, sind die laut. Ich weiß. Das Gute ist, sie kommen nicht ins Haus. Ja, die schaffen es nicht. Wir haben ja alles verbarrikadiert, so gut es ging. Weg! Geh da weg! Ja, verbarrikadieren. Sauber. So.
Das ist jetzt ordentlich verbarrikadiert. Falls die hochkommen, deshalb. Ah ja, wichtig ist, wenn es Tag wird, einer fällt. Am besten wir beide fällen Bäume, einer passt dann auf, okay? Okay. Ah, ich hab kurz was getrunken. Im Spiel oder in echt? In echt. Bitte nicht kommen? Ist da schon was zerstört? Nö, alles heil. Ah ja, wichtig ist, die Fallen müssen wir dann wieder aufnehmen, sonst steckt... Oh! Kreativ. Warte mal. So, jetzt. Ich sitze. Warte, sitze ich, warte. Naja, du musst dich erst hinknien. Auf dem... Ah, jetzt. Und das Spiel ist halt noch in der Alpha. Da kann ich nichts gegen sagen. Ist schon sehr gut für Alpha. Ja. Das ist eins der besten Spiele eigentlich. Von unserer Seite auch wieder prägniert. Und macht auch jeden Menge Fun. Ja. Bitte nicht kommen. Aber das Witz... Warte mal, lass mich mal hier kurz was testen. Bist du unten? Nee, ich bin hier. Hinter dir. Hier! Ach da. Ich will nur mal kurz was testen. Deshalb bleib mir mal kurz weg. Gut. Ich muss schnell nur mal testen, wie viel die Barrikade mit bloßen Händen aushält. Damit wir dann ungefähr schätzen können, wie doll, wie lange die Zombies brauchen. Okay, das dauert sehr lange. Soll ich dir helfen, weil es sind ja mehr... 15 Schläge. Okay. Gut, ich geh mal kurz runter und schau mal, was da... Ja, aber dann pass auf, weh, du erwischst die Stacheln, dann kann ich dir nicht helfen. Wir haben hier schon ein kleines Loch gegraben. Die Zombies unten auf dem Boden. Warte, ich baue das kurz zu, ich baue es kurz zu. Ah, ihr Schweine-Zombies, ey. Wie groß ist das? Ist da schon ein Zombie durch? So, jetzt sollten sie eigentlich nicht mehr durchkommen, hoffe ich. Aber wir haben uns in der Hinsicht dieses Mal sehr gut verbarrikadiert eigentlich. Warte mal, ich muss noch mal besser gucken. Ah, der Rucksack ist im Weg, ich kann das nicht zubauen. Ah, doch, jetzt. Jetzt. Gut. Hier hatte ich noch eine Idee. Wenn wir genügend Holz haben, können wir auch einen Ausguck bauen. Ja, können wir eigentlich machen. Aber hör mal, die Zombies wissen nicht, wo wir sind. Ist doch perfekt. Ich glaube, ich kaufe mir morgen, Montag ein besseres Headset. Ich habe ja, also liebe Zuschauer, das ist ja noch mein altes Headset. Alle, die ja mich Planetside spielen sahen, wissen ja, welches Headset ich meine. Und von den Qualität jetzt her ist das eigentlich das beste Headset, was ich habe. Wie heißt das? Weil das würde ich mir dann auch das holen. Das ist, lass mich mal kurz gucken. Das Logitech G35. Oh. Ist ein 20-Euro-Headset, aber wenn man es ordentlich einstellt, dann hört, ist es perfekt. Das kostet 20 Euro. Ich habe mal gehört, dass das 200 Euro kostet. Damals. Ich habe ja noch hier mein anderes Headset, aber da habe ich immer noch das leichte Rauschen drauf immer. Okay. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten wegbekomme demnächst. Oh, hast du gehauen oder geschossen? Ich gar keins, nichts von beiden. Willst du nochmal unten nachgucken? Ja, ich guck nochmal. Ist okay. Was passiert unten? Moment. Hast du etwas kaputt geschlagen? Ja, musste ich. So. Hast du etwa eine Barrikade kaputt geschlagen? Nee, da war so ein Stück Wand war kaputt. Und dann habe ich es ganz kaputt gemacht und habe Holz eingesetzt. Okay.
Aber wir haben es sehr gut verbarrikadiert. Eieiei. Oh Mann, wann wird's denn endlich Tag? Sollen wir dann gegen 8 oder 9 kurz raus? Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Cut, bis es Tag wird. Weil nachts ist ziemlich langweilig. Mhm. Ja, wir sehen uns also gleich wieder, wenn's Tag ist. Ciao. Ciao. Hey Leute, danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen nach hoch. Nach Alis Spruch natürlich. Oder wenn euch wirklich alles gefällt, was ich mache, würde ich mich auch über ein Abo freuen, wodurch ihr dann auch immer up to date seid. Ihr könnt auch weiterhin Kommentare hinterlassen, bevor ihr zu den Kommentaren kommt. Kommt noch die Beschreibung, ihr könnt da mal nachlesen, wer alles mitgemacht hat. Ja, und ich freue mich schon mal auf euch und bis zum nächsten Video, euer KK. Ciao.